Vielfalt, Toleranz und Freiheit sind das Fundament für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben. Damit können wir die vielen unterschiedlichen Ideen, Talente und Interessen der Menschen in ein starkes und solidarisches Gemeinwesen einbringen, das uns allen ein gutes Leben ermöglicht. Überall, wo Menschen angefeindet werden, wo Populisten versuchen zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen, haben wir die gemeinsame Verantwortung, gegen Diskriminierung, Hass und Gewalt einzutreten. Den Preisträgern des Deutschen Nationalpreises 2020 gelingt dies in besonderer Weise. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pötsch, vielen Dank für Ihr Engagement gegen Fake News und Falschmeldungen, ungeachtet persönlicher Angriffe und Bedrohungen, die Sie erlebt haben. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Ebenso gratuliere ich den Medienmachern der Kampagne No Hate Speech Movement, die sich gegen Hass im Internet einsetzen. Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen zum Förderpreis der Deutschen Nationalstiftung.